Fröhliche Weihnachten, euch allen. Es ist wieder Weihnachten. So ein seltsames Wort. Meine Kinder in der Schule schreiben das immer wieder falsch, ohne stummes H. Also fröhliche Weihnachten, so kann es manchmal auch sein, aber das ist nicht gemeint. Weihnachten heißt geweihte Nacht. Das ist ein sehr, sehr altes Wort und bedeutet, dass es eine heilige Zeit ist, eine besondere Zeit. Und das spüren wir auch, wenn wir auch manchmal nicht mehr so genau wissen, warum das so eine besondere Zeit ist. Meistens eine Zeit, die wir mit der Familie verbringen, das geht heuer leider wieder nicht so gut. Eine Zeit, wo wir einander beschenken und auch dieses Beschenken hat eine sehr, sehr ursprüngliche Bedeutung. Denn derjenige, der uns zuallererst beschenkt hat zu Weihnachten, das ist Gott selbst. Er hat uns beschenkt mit seinem einzigen Sohn, mit unserem Erlöser, mit Jesus Christus. Es heißt in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Echt jeder, auch du. Ja, wirklich. Und auch dein Nachbar und auch dein Chef. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Das ist so eine wunderbare Nachricht. Und das brauchen wir viel mehr als alle materiellen Geschenke. Und das ist echt wichtig, dass wir das auch weitersagen, gerade jetzt zu Weihnachten. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, geht nicht verloren, sondern er wird ewiges Leben haben. Und diese Tage habe ich öfter nachgedacht, was mit der Geburt von Jesus eigentlich alles so mitgeschenkt wird. Also immer wenn ein Baby geboren wird, auch hier auf der Erde, die Menschenbabys, dann kommen mit diesem Baby auch immer ganz viel weitere Geschenke. Also da ist ja viel Potenzial drinnen in einem Baby. Und wie viel mehr Potenzial ist in dem Sohn Gottes, der geboren worden ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns mit Jesus Bleibendes geschenkt hat. Es heißt im 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleibt, es bleibt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Die größte von diesen aber ist die Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, die bleiben. Und wenn ich manchmal so mit Leuten über den Glauben spreche, dann sagen sie, ja, ja, super, dass du glauben kannst, ich kann das nicht. Das klingt so, als wäre der Glaube etwas, das man sich erst erarbeiten muss oder antrainieren, so wie ein Muskelpaket oder so. Aber Glauben kann man sich nicht erarbeiten. Glauben ist ein Geschenk von Gott. Einfach ein Geschenk an uns Menschen. Glauben bedeutet eigentlich nichts anderes als Vertrauen, sich einlassen auf die Person Jesus Christus. Ein stilles Vertrauen darauf, dass er einfach so viel größer ist als alles, was in uns und um uns herum passiert. Und vor allem Vertrauen darauf, dass er größer ist als deine eigenen Fähigkeiten, dein eigenes Potenzial. Er ist größer. Dies ist Glauben. Und Hoffnung bleibt. Ist auch so ein großes Wort. Jemand hat einmal gesagt, der Mensch kann ohne Sauerstoff 3 Minuten leben, aber ohne Hoffnung keine Sekunde. Und das glaube ich auch, weil auf dieser Welt, da passieren schon manchmal Dinge, die einen wirklich zum Verzweifeln bringen möchten. Und manchmal kann man selber gefühlt überhaupt nichts tun, aber es gibt trotzdem Hoffnung. Die Hoffnung ist groß und die Hoffnung bleibt. Und die Hoffnung ist auch sehr, sehr stark. Wenn wir sie auf Gott setzen, dann hat die Hoffnung echte Substanz. So sagt es uns Gott. Und unser Leben ist keine Situationsaufnahme, sondern ein Weg. Es gibt immer Hoffnung. Es geht immer weiter. Und Gott selbst sagt uns, es wird gut. Er hat gute Gedanken über uns. Es heißt in Jeremia 29,11, ja, weil wir oft sagen, na, was Gott wohl über mich denkt. Er sagt, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Ich weiß schon, was ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil,
um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und wenn es jemanden gibt, der alles wenden kann, dann ist es Gott. Und er kann. Und er will. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe, das ist das Größte. Und Liebe ist auch so ein großes Wort, das wir Menschen in Wirklichkeit gar nicht erfassen können. Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist und Gott können wir ja auch nicht wirklich erfassen. Wie kann man das beschreiben? Wie ist die Liebe? Am ehesten sehen wir die Liebe in Aktion am Kreuz. Darüber sprechen wir zu Ostern. Aber es ist schwer zu fassen, diese Liebe. Ich denke mir, wenn Liebe ein Behälter wäre, was wäre da alles drin? Weiß ich das? Ich für mich weiß vor allem, was nicht drin ist. Am ehesten noch kein Hass, keine Angst. Es ist kein Egoismus drinnen in der Liebe, in diesem Behälter. Keine Selbstsucht, nicht alles haben zu wollen und nichts vergeben wollen. Es ist keine Bitterkeit drinnen. All das ist nicht drinnen und du sagst vielleicht, na bumm, bei mir ist da ganz viel. In meinem Behälter ist viel von all diesen Dingen drinnen. Aber Gottes Liebe ist nicht so. Und es heißt ganz wunderbar im Römerbrief, dass Gottes Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Das kann man sich dann so vorstellen, dass er so in deinen Behälter die Liebe reingießt und das, was schwerer wiegt, schwemmt das andere einfach hinaus. Und das darfst du für dich annehmen. Jetzt gerade in dieser Zeit, dieses Geschenk der Liebe. Du darfst es für dich auspacken, für dich anwenden. Du darfst es auch für die anderen um dich herum anwenden. Und ich sag dir, das tut so gut. Es ist besser als jedes Festessen in diesen Weihnachtsfeiertagen. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ja, Jesus ist das große Liebesgeschenk, das Gott uns gemacht hat, wie wir gerade gehört haben. Durch ihn verstehen wir, dass wir jetzt beim Vater im Himmel angekommen sind, dass wir dort angenommen sind. Durch ihn hat Gott diese Kluft, die zwischen Gott und uns Menschen war, überbrückt, eine Brücke der Versöhnung geschlagen zwischen Gott und uns Menschen. Und es hat ihm alles gekostet, er hat sein Leben dafür gegeben. Ja, Jesus ist geboren worden, damit wir mit Gott wieder versöhnt leben können, damit wir wieder diesen Frieden haben können mit unserem himmlischen Vater, damit wir im Frieden mit ihm leben können. Und von diesem großen Frieden erzählt uns die Bibel ganz besonders das Neue Testament. Als die Engel den Hirten die Geburt von Jesus verkündeten, haben sie das mit folgenden Worten kommentiert. Sie haben gesagt: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gottes Wunsch für uns Menschen ist, dass wir miteinander in Frieden leben, dass wir untereinander Frieden haben. Das ist selbstverständlich sein Verlangen. Aber der Friede, den er schenkt, dieser Friede, der ist noch viel größer als das. Denn er ist ein Friede zwischen Gott und Mensch. Er ist ein Frieden, den du mit Gott haben kannst. Und dieser innere Friede ist von den Umständen unabhängig. Jesus hat über diesen Frieden gesprochen. Im Johannesevangelium lesen wir, da sagt Jesus: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, wir leben in turbulenten Zeiten und nur Gott weiß, was noch alles auf uns zukommen wird. Die Situation ist spannungsgeladen
und unruhig. Aber wir können gerade jetzt die Weihnachtszeit zum Anlass nehmen, dieses große Liebesgeschenk Gottes, dieses Geschenk seines Friedens an uns zu feiern, uns darauf zu besinnen, darüber nachzusinnen und es für uns anzunehmen, uns wieder neu auf diesen Frieden zu fokussieren, den Gott uns in seiner Liebe geschenkt hat. Dieser Friede kann und will unser Leben bestimmen, auch wenn es um uns herum rund geht. Das größte Geschenk ist, das ist wirklich das Allergrößte, dass Gott in der Person von Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns diesen Frieden zu bringen. Deswegen ist ja das Weihnachtsfest ein Friedensfest. Er hält uns die Schuld nicht mehr vor. Er hat den Graben, der zwischen uns und ihm bestanden hat, überwunden. Er hat dafür seinen Sohn gegeben. In diesem Sinn wünschen wir uns allen von Herzen friedvolle Feiertage im Kreis unserer Lieben und das tiefe Bewusstsein, dieses ganz tiefe Bewusstsein, dass wir im Frieden mit Gott geborgen sind, unabhängig davon, was um uns herum toben mag, wie sich das Leben um uns herum gestaltet. Und so wollen wir euch mit diesem priesterlichen Segen Aarons aus dem Alten Testament entlassen, der auch den Frieden betont, der da lautet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.